Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Momente Özil. Mesut Özil, 1,80 groß, mittelgering, Arbeitsrate, starker Fuß links, hat 5 Sterne Spezialbewegung und 3 Sterne schwacher Fuß. Mittelgering wird man sich dann anschauen müssen, wie sich das in dem verhält. Ich glaube, das größte Problem der Karte ist eher, dass er halt in der Super League spielt und man da jetzt nicht die krassesten Linkmöglichkeiten hat. Das heißt, man muss den entweder mit deutschen Spielern oder mit Ikonen verlinken, weil, wie gesagt, Super League wahrscheinlich nicht so die beliebteste Liga, aber es gibt auch dort ein paar Möglichkeiten. Ich habe ihm auf jeden Fall jetzt mal einen Engine gegeben, damit geht sein Antritt auf 95, die Sprintgeschwindigkeit auf 92 und ich glaube, das wird reichen, weil wir werden den auch auf ZOM spielen. Hat 93 Stellungsspiel, 88 Abschluss, 87 Schusskraft, 88 Weitschüsse. Die Wolle sind bei 90 und die Elfmeter bei 75. Dazu geht jetzt das Passspiel ordentlich hoch nochmal. Übersicht auf 99, Flanken auf 95. Die Freistoßpräzision ist bei 79. Der kurze Pass geht auf 99, der lange auf 93. Dazu geht der Effet auf 97. Das sind jetzt schon sehr, sehr krasse Werte und darum für mich allein schon mit diesen Passwerten am besten geeignet auf ZOM oder vielleicht sogar am Flügel. Am Flügel eventuell dann mit einem anderen Campstyle arbeiten, dass man ihm das Tempo maximal pusht. Auf jeden Fall hat er sehr gute Beweglichkeit, geht jetzt hoch auf 92. Die Balance geht auf 96, hat 90 Reaktion, 94 Ballkontrolle, Dribbling geht auf 99 und 88 Ruhewert. Das sind sehr, sehr gute Werte. Noch dazu hat er einen Unique Body Type, auch das immer sehr, sehr wertvoll. Defensiver brauchen wir uns, glaube ich, nicht so genau anschauen. 86 Ausdauer hat er noch, 77 Stärke und 70 Aggressivität. Dazu einige Meta-Traits, angeschnittener Schuss, Flair und Außenriss. Lupfer und Spielmacher für die CPU, wie gesagt, sieht sehr, sehr gut aus. Und man muss den, wie gesagt, entweder mit deutschen Spielern oder mit Ikonen linken. Das haben wir da gemacht. Wir spielen mit Müller, der wird halt eher am Flügel heute spielen. Mesut Özil dann jetzt auf ZOM. Ich glaube, das ist mal die beste Variante für den Test. Und dann haben wir im Sturm Jamie Vardy noch und Maradona, der wird auch am Flügel spielen. Beziehungsweise wenn ich mit enger Raute spiele, dann werden die drei natürlich dann vorne die Spitze bilden. Ich glaube, ein ganz stabiles Team. Wir werden in der Weekend League testen. Das ist, glaube ich, die beste Testumgebung für den. Und dann würde ich sagen, wir starten rein. Gut, und da haben wir unseren ersten Gegner mit dem neuen Ben Yedder, mit Ginola und mit Neymar. Ja, schaut stabil aus, das Team. Ja, gut positioniert gewesen da, Özil. Schauen wir uns das Dribbling ein bisschen an, auch wenn der Kimpembe schon wieder kommt, aber den versuchen wir da jetzt mal davon zu laufen. Ja, Dribbling wirkt gut, setzt auch da gut den Körper ein gegen Kimpembe. Ja, sehr gute Bewegung eigentlich von Özil, schade. Ja, der wäre eigentlich angekommen, aber ja, das ist halt dieses Spiel. Ja, schade, geht schön vor. Ja, zu fest aufgeladen, glaube ich, aber die Drehung war gut. Ja, ich glaube, das war jetzt ein schwacher Fuß, bin mir nicht ganz sicher. Ja, der Pass, schön gekommen. Er geht da in der Mitte, da kommt er nicht hin, schade. Ja, Özil mit dem Lauf. Yes, der Pass war super auf Vardy. Ja, gut, da passt auch jetzt Firmino vor. Und jetzt schickt er da Jamie Vardy. Aber Kimpembe, der ist wieder genauso schnell. Da war er ein bisschen faul, den hätte er auch ruhig abblocken können. Ja, da kommt man dann halt nicht vorbei an so einem Kozza oder Kimpembe. Oh, schade, Özil. Guter Superschuss. Gut, ich habe ihn da jetzt die letzten, sage ich mal, 20 Minuten als Stürmer gespielt. Da fand ich ihn gar nicht so schlecht. Also er ist da ein paar Mal gut gestanden, aber ich weiß es nicht. Der Gegner ist hinten drinnen gebunkert. Da kommt man halt so schwer durch und dieser Kimpembe Gold, ich brauche dazu, glaube ich, eh nichts mehr sagen. Wir haben auf jeden Fall eine Vorlage gesehen. Da hätte mehr gehen können. Leider der Lattenschuss, der Schuss war nämlich super. Ja, ansonsten, wir gehen ins nächste Game und schauen uns an, wie es da weitergeht. Gut, unser nächster Gegner. Cooles Team, mit Thomas Müller auch am Start. Ja, Özil auf Maradona. Nochmal zurück da auf Özil.
Ja, schade, dass er den Pass nicht reinbekommt da. Ja, super die Beweglichkeit eigentlich. Ja, die Pässe spielen das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Schön, der läuft auch. Ja. Körperlich muss man sagen, das merkt man bisher, ist nicht so toll. Ja, schade, wenn er davor schon geht, aber das macht er halt mit der Arbeitsrate nicht. Das muss man, glaube ich, umstellen. Ja, schade, der Pass auf Wadi ist gekommen, dass der dann nicht zurückgehen darf, aber ja, Müller macht's. Ja, das war glaube ich sogar sein starker Fuß, schade. Ja, gut freigelaufen, drüben geht Wadi, der wird zu weit. Eieiei. Ja, keine Ahnung, dass er dann zu langsam oder... Ja, ich weiß nicht. Ja, schöner Pass auf Wadi, aber ja, sind gefühlt alle gegnerischen Spieler immer schneller und beweglicher. Ja, schade, ich glaube, ihr habt sehr ein bisschen den Frust jetzt gemerkt bei dem Anschlusstreffer. Ich hatte wieder mehr erwartete Tore als der Gegner. Das zweite Spiel in Folge. Özil mit einer Vorlage. Gefühlt ist es nur mehr möglich, dass man Tore macht, indem man sich 17 Mal im Kreis dreht und 17 Millionen Ballrollen macht. Ich weiß nicht, das Gameplay, ich finde das Gameplay von FIFA 22 absolut mies, vor allem seit dem letzten Patch, aber ich glaube, es geht einigen so. Wir hatten ein paar Schüsse, wir hatten ein paar Pässe, nichts Außergewöhnliches, wir machen noch ein Spiel mit ihm. Gut, irgendwie war ich mit seinem Tempo und so noch nicht so zufrieden. Ich habe ihm jetzt mal einen Hunter gegeben, damit geht das Tempo auf 99 und die Sprintgeschwindigkeit, also der Antritt auf 99 und die Sprintgeschwindigkeit auf 97. Wir pushen ihm da auch dann noch den Abschluss, die Schusskraft und das Stellungsspiel, die Volleys und die Elfmeter. Dafür halt beim Passen und beim Dribbling weniger, aber Passspiel ist ohnehin gut. Dribbling schaut auch eigentlich sehr brauchbar aus, sagen wir es mal so. Wir starten rein. Gut, unser Gegner. Ja, wieder ein krasses Team. Also, wir spielen heute auf jeden Fall gegen krasse Gegner. Das ist schwer da immer gegen diese Verteidiger. Schauen wir, wie es läuft. Özil und Wadi stehen sich gegenseitig im Wege. Das ist das Gameplay, Alter. Das ist Wahnsinn. Ja, der Pass kommt wieder gut auf Wadi. Ah ja. Ja, eigentlich war der Lauf gut, aber ja, schade. Ja. Ey, den muss man doch machen. Ja, Özil, super Pass auf Wadi. Jetzt kommt er da mit dem Torwart raus. Aber er passt. Ja, schön, die Beweglichkeit haben wir da jetzt nochmal gut gesehen. Zieht da rein. Schade. Özil mit dem Kopfball. Ey, es soll nicht klappen mit ihm. Ja, da sind wir dann zu langsam mit dem Schuss. Da ist der Verteidiger wieder da. Naja. Ja, Özil geht gut. Ey, das gibt's nicht. Das war sein Schwacher, aber glaube ich auch. Ja, der Pass von Özil war super. Der Abschluss wieder denied. So, 76. Minute. Özil spielt jetzt wieder seit, sag mal, 10 Minuten circa ingame als zweiter Stürmer, hat 64 Fitness, hat davor auf ZOM gespielt, mit der Anweisung vorne zu bleiben, also da verliert er ordentlich Fitness. Ja, 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 wir haben das Tor mit Mesut Özil, da macht das endlich. Und sogar mit dem Schwachen. Gut, Spieler des Tages war Mesut Özil. Ein Tor und eine Vorlage. Lag's vielleicht am Hunter-Campstyle, man weiß es nicht so genau. 6 Schüsse, 24 Pässe mit 75% und 26 Dribblings mit 96%. Gefühlt mit dem Hunter jetzt bessere Dribblingquote. Wir gehen auf jeden Fall ins abschließende Fazit. Gut, drei Spiele in FUT Champions waren natürlich absolute Schwitzer Games und das Gameplay war auch wieder sehr, sehr belastend, muss ich sagen. Eigentlich müsste er da zwei Tore mehr haben, dann wäre die Statistik auch absolut nice, würde ich sagen, aber es war einmal, glaube ich, ein Latten- und einmal ein Stangentreffer, die nicht reingehen durften. Das ist halt echt bitter. Prinzipiell war ich mit der Karte sehr zufrieden, vor allem finde ich die Beweglichkeit von ihm sehr, sehr gut. Also auch mit dem Hunter jetzt hat sich die Beweglichkeit wirklich gut angefühlt. Das Tempo mit dem Hunter war jetzt auf jeden Fall besser und auch der Zug nach vorne war ein bisschen gefühlt besser, aber da muss man natürlich jetzt mehr Spiele machen, um das genauer dann
herauszufinden. Das Passspiel ist auf jeden Fall super, vor allem wenn man mit seinem starken Fuß passt. Der schwache Fuß war, finde ich, jetzt gar nicht so ein Manko. Der hat jetzt auch sein Tor, glaube ich, da gemacht im letzten Spiel mit dem schwachen Fuß, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ansonsten fand ich den schwachen Fuß jetzt gar nicht so schlecht, vor allem weil er den Außenrissschuss auch hat. Das wertet das Ganze nochmal auf. Wie gesagt, schade, dass man da immer gegen Gegner spielen, die maximal hinten drinnen bunkern und man gar nicht durchkommt, weil da kommt man halt zu relativ wenig Chancen und leider hat dann auch die Stange bzw. die Latte seine Tore verhindert, aber prinzipiell für den Preis, muss ich sagen, ist die Karte schon sehr, sehr gut. Ein Manko auf der Karte, was ich vielleicht erwähnen möchte, oder Manko, das kann man versuchen auszugleichen, ist diese mittelgeringe Arbeitsrate. Mir ist sehr oft vorgekommen, dass er da wirklich nicht wirklich so krass den Zug nach vorne sucht. Ich habe ihm dann auf jeden Fall ab dem zweiten Spiel, ab der Mitte des zweiten Spiels circa die Anweisung gegeben, vorne bleiben. Aber auch das hat jetzt die Karte nicht so krass rausgerissen. Also man merkt irgendwie, dass er nicht den allerkrassesten Schub nach vorne hat. Man könnte da wirklich probieren, mit Anweisungen, mit ein paar anderen Anweisungen noch zu arbeiten. Aber ansonsten, glaube ich, kann man den vorne überall spielen. Stürmer, ZOM, Flügel. Und je nachdem, was für eine Position man mit ihm spielt, dann vielleicht einen anderen Campstyle probieren. Ich muss sagen, ich fand den Hunter, war jetzt nur ein Spiel, aber eigentlich fast irgendwie ein bisschen besser, weil einfach das Tempo nochmal ordentlich gepusht war. Auf jeden Fall, die Karte für den Preis kann man, glaube ich, mitnehmen. Schwer zu linken, außer mit Deutschen und Ikonen meiner Meinung nach, aber wie gesagt, spricht eigentlich nichts dagegen. Es ist eine der günstigsten 90er Karten. Mit ein paar Untauschbaren macht man den wahrscheinlich eh kostenlos oder fast kostenlos. Dann spricht nichts dagegen. War ein bisschen salzig, dieses Review. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht und ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne den Kanal abonnieren. Gerne auf den Socials vorbeischauen. Die sind unten verlinkt. Danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.